Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zur Kampagne von Say Our Billions und unserem dritten Versuch hier, ja, das hier abzuschließen. Diese Schwärme sind schon heftig, ne? Vielleicht sollte ich mir noch 40 Imperiumspunkte verdienen, indem ich zuerst die Auen mache. Wie viele Imperiumspunkte bekomme ich denn dafür? 140. Ja, ich glaube, wir sollten zuerst die Jägerauen machen und hoffen, dass wir keine weiteren Problemchen bekommen. Hier bin ich auch schon zweimal verloren. Also keine weiteren Leichtsitzfehler. Dann haut er schon hin. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen das jetzt nochmal in der nächsten Folge mit dem Schwarm, aber ich glaube, Imperiumspunkte sind erstmal wichtiger. Wir hatten ja schon hier eine relativ gute Strategie, bis hier mal einer durchgekommen ist. Wir müssen uns hier wirklich besser um die Sicherung unserer Grenzen kümmern. Moment. Ja, ich hab Schuhe. Danke der Nachfrage. 2, 3. Sind wir wieder pleite? Dann gehst du hier hin und patrouillierst mir den Weg. Ja, ich hoffe auch, dass du deine Zeit nicht verschwendest. Denn Zeit ist einer der wertvollsten Güter, den wir momentan im Leben besitzen. Und mit dir gehen wir mal hier hin. Und du patrouillierst da. Fürs Erste. Juhu, Building completed. So, dann könnten wir uns auch gleich mal um Nahrung kümmern. Ja, hier gibt es zum Glück eine ganze Menge Nahrung auf der Map. Ganz genau, und noch ein weiteres Zelt. Damit auch möglichst viele Leute hier ankommen. Mit diesem Zug hier zum Beispiel. Ja, der Zug. Der Zug. Der Zug, Zug, Zug. Ja, blöd, dass dieses Zelt ja noch nicht fertig war. Müssen wir halt schauen, dass wir dringendst unser Sägewerk online bekommen. Nicht in diesem Zug. Also bauen wir noch ein paar Zelte. Damit halt unser Einkommen nächste Runde stimmt. Wenn der Zug wieder vorbeikommt. Und wie ich das Essen schon wieder aufgebraucht habe. Sehr ekelhaft. Mhm. Oh, diese langen Ticks, ne? Manchmal nerven die wirklich. Deine Route passen wir mal ein bisschen an. Und da haben wir unser Gold. Ach ja, Erweiterungspoles müssen wir auch mal bauen. Mhm, die kosten aber leider 200 Gold. Hoffentlich kommt der Zug vorbei, bevor dieser Tick hier durch ist. Dann können wir nämlich zwei bauen. Wäre, glaube ich, erstmal wichtiger, ne? Nee, der Zug kommt in diesen Tick nicht mehr. Zumindest nicht mehr rechtzeitig. Dann bauen wir dich hier hin. Und dann können wir noch ein paar Zelte bauen. Wieder noch was? Nö. Wir sind pleite. Natürlich kommt der jetzt, wo ich ein paar Zelte gebaut habe. Typisch. Allzu viel hat er leider nicht angeliefert. Schade. Mhm. Na komm, jetzt bauen wir aber ein Sägewerk. Damit schon mal hier Ding reinkommt. Holz. Holz brauchen wir ja schließlich immerhin für unseren Steinbruch. Den wir wiederum brauchen für unsere Kaserne.
Soweit ist ja alles klar. Da brauchen wir wieder Nahrung, bald Energie. Ist ja immer das Gleiche mit dem Zeug hier. 8. Ja, hier draußen würde ich mehr bekommen. Attention. Building completed. 11. Nun gut. Ja, bei uns fehlt es hier jetzt an Nahrung. Strom. Naja, erstmal Erweiterungspuls, damit wir an den Wald hier unten rankommen. Jägerin, geh mal bitte außenrum vorbei. Huiuiui. Im nächsten Ticket mal genug Holz für unseren Steinbruch. Was ja auch nicht verkehrt wäre. Attention. Building completed. Na komm. Put, put, put. So, auch das wäre jetzt geklärt. Dann brauchen wir Strom, dafür brauchen wir wieder Holz und Gold. Na gut, zwei Zelte könnten wir noch hinklatschen. Die Jägerinnen haben Spaß. Ja, aber dass hier eine diese lange Wegstrecke hier absichern muss, ist jetzt auch nicht so Töfte. Den könnte sie noch abfangen. Die Runner könnten ein Problem werden. So. Holz. Und Energie für ein Sägewerk. Komm, gib mir Holz. Holz, Holz, Holz. The train has arrived at the station. Ist doch schön, wenn er hier arrived. Dann wäre unser Energieproblem gelöst. Jagdhütten benötigen auch Energie. Wofür denn? Können die sich nicht einfach ein Lagerfeuer anzünden? Zumindest sparen wir ein bisschen Gold zusammen im Moment. Ist echt ätzend, wenn man halt gar nichts machen kann. Na komm. Put, put, put. Attention. Building completed. Mehr Holz. Ist doch schön. Dann brauchen wir noch mehr Futter. Für mehr Futter brauchen wir mehr Platz. Will ich so weit rausgehen? Ich weiß es nämlich nicht. Aber wir müssen langsam expandieren. Dann müssen wir hier irgendwie ein Eck frei bekommen. So, gleich haben wir genug Stein. Will ich mir die Nahrung eigentlich aufheben? Ich weiß es nicht. Ach, nicht genug Materialien. Futter und so. Attention. Building completed. Building completed. Moment, kann ich hier irgendwo noch Nahrung hinsetzen? Acht. Ist jetzt zwar keine populäre Entscheidung, aber besser als nichts. So, Kaserne. Wunderbar. Damit können wir jetzt Jäger bauen. Der Holzfäller hier unten ist ja auch ein bisschen lebensmüde, ne?
Aber ja gut. Für Erweiterungspoles brauchen wir jetzt zum Glück nur Gold. Gold, 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 Gold. Und der nächste angeschlürft. Ja, wir sammeln euch erstmal hier, bis wir eine halbwegs schlagkräftige Armee haben. Noch kommen meine Einzelnen damit klar. Was uns hier erwartet. Building completed. Genau, jetzt erstmal Truppen pumpen. 60 Tage haben wir Zeit, um auf 600 Population zu kommen und hier alles zu bereinigen. Naja, bereinigen müssen wir hier zum Glück nicht alles. Guck mal einer an, die sich hier anschleichen. Den Rest sollten wir soweit auch hinbekommen. Weißt du was, du bleibst hier erstmal stationär. Oder du patrouillierst auch mal mit. Lieber hätte ich es gesehen, wenn ihr ein bisschen weiter versetzt laufen würdet. Gut. Ja gut, dafür brauchen wir wieder Arbeiter und Holz und Gold. Vielleicht sollte ich aus zwei Kasernen pumpen. Aber auf diesem niedrigen Schwierigkeitsgrad sollte es halt nicht nötig sein. Ja, hier müssen wir unbedingt hin. Das fruchtbare Land. Ja, das hier ist auch ein kleines Risiko. Was tut man nicht alles für die Expansionspolitik, ne? Des Imperiums. Ich komme mal drauf. Ah, schon wieder kein Futter. Hätte ich mir auch denken können. Weißt du was? Wir machen da oben mal sauber. Attention. Building completed. Genau. My bow is ready. Gotcha. Right between the eyes. Right in the ass. My bow and arrows are ready. Ja, sammelt euch mal hier. Oh, guck mal, wir können mehr Häuser bauen. Endlich. Our soldiers are in trouble. Ich hoffe, ihr seid nicht wirklich in trouble. Oh doch. You are gonna pay me for this, right? Mhm. Bezahlen werde ich dich leider nicht. Your bows and arrows are ready. Sonst muss ich immer hier überall gucken, nicht dass da was vorbeischleicht. Naja, immerhin drei zusätzliche Arbeiter. Beziehungsweise Gebäude für Arbeiter. Schneller als dein Bogen. Wer ist das denn wohl, Lucky Luke? Keine Ahnung, ob wir noch andere Units haben, die wir belästigen können. Ist doch schön, wenn dein Bow ready ist. Genau, weg mit dem. Erstmal den Runner vielleicht. Ja gut, das geht so auch. Tja, ich muss hier wirklich die Augen offen halten, dass hier nichts durchbricht. Wenn ich da oben beschäftigt bin. Guck mal, Stein und Holz sind voll. Ja gut. Gefährlich, oder? Wir hier unten noch nichts abgesichert haben.
Mauern jetzt wirklich hier die richtige Idee wären, man weiß es nicht. Man könnte aber hier einen Turm hinbauen, hier einen Turm, da einen Turm, hier einen Turm. Das Problem sind halt die Runner, ne? Okay, let me put an arrow in his head. Verfolgt mal ein bisschen. Habt Spaß, Mädels, habt Spaß. Na, guck mal, da oben. Oh, oh. Schaffst du den? Das war knapp. Ich habe schon überlegt, ob ich da jemanden hinschicken soll. So, mal hier. Klären wir da nach oben. Können wir auch hier einen Erweiterungspol hinsetzen. Kann ich hier noch irgendwo eine Jagdhütte hinstellen? Immerhin 15. Dann müssen wir hier auf den Erweiterungspol warten. Und dann noch mehr Zelte. Mehr Zelte braucht das Land. Und ja, Nahrung. Mach die mal hier bitte platt. Kommt ihr denn alle her? Oh, oh. Du. Du. Gehst mal ein bisschen nach hinten. Schauen wir mal. Ich bleib da jetzt ein bisschen stehen zum Regenerieren. Guck dich mal hier ein bisschen um. Blöd, dass du halt nicht bezahlt wirst. Mhm. Oh, oh, guck mal, da kommt wieder eine angeschlurfen. Genau, straight into the heart. Mach die mal hier platt. Da stehst du vorerst gut. Hast du geknuddelt? Ja, ob es besser ist, gut zu sein, das weiß ich jetzt so pauschal nicht. Ob das jetzt ein bisschen gewagt war, weiß ich jetzt selber nicht. So schnell schaust du gar nicht, wie du da überrannt wirst. Mhm. Hier sieht es ja relativ sauber aus. Oh, wir produzieren keine Jäger. Wie konnte das denn passieren? Weißt du was, da ich mich hier oben relativ sicher fühle für den Moment, könnte man ja mal hier anfangen, ein paar Gebäude zu bauen, damit uns wieder das Futter ausgeht. Kommst du hier hin? Genau, schieß den einfach mal ab. Sehr. Immer mehr nachproduzieren. 50 Tage noch übrig. Könnte man schaffen. Gibt es noch andere Gebäude, die ich bauen könnte, außer Verteidigung momentan? Irgendwie noch eine Sägemühle. Die bringt es jetzt zwar nicht, aber... Ey, immerhin 8. Dann noch eine Tesla-Spule. Fehlt es uns an Arbeitern. Ach ja, Energie. Ja, muss ich erstmal wieder Arbeiter anlocken. Das habe ich nicht durchdacht. This better be good.
Genau, mach die mal da oben platt. You are gonna pay me for this, right? Yeah. Vielleicht haben wir ja Glück und da oben ist ja bald Schluss. Kannst du hier mal bitte patrouillieren? Ich glaube, du bist ja ein bisschen sinnlos geworden, Mädchen. Dich tun wir mal hier hinüber. Du musst mal hier an der Ecke auch noch ein bisschen aufpassen. Oh, Spiel gespeichert. Ui, schon wieder kein Futter. Hm. Immer die gleichen Probleme. Keine Arbeiter, kein Strom, kein Futter. Uiuiui. Schön langsam. Na komm, mach mal die hier platt. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt langsam von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Rrrr.